Lieben und willkommen zu meinem neuen Video und ich freue mich total, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es von mir seit einigen Monaten nochmal einen mega riesigen Shopping-Haul. Über die letzte Zeit hat sich echt sehr, sehr viel angesammelt. Ich zeige euch heute Schuhe, ein bisschen Schmuck und natürlich ganz viele Klamotten. Und bevor ich anfange, zeige ich euch nochmal ganz kurz was, denn am Ende gibt es eine mega Hammer-Verlosung und ich hoffe, dass ihr euch alle sehr darüber freuen werdet. Aber den Rest verrate ich euch erst zum Schluss und bleibt auf jeden Fall alle bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, dann fange ich einfach direkt mal an. Und zwar kommen euch einige Sachen vielleicht bekannt vor, weil ich sie vielleicht schon mal in einem Video anhatte oder von einem Foto. Auf jeden Fall beginnen wir einfach direkt mal mit diesem Pulli hier. Den habe ich relativ neu. Und zwar ist der von Gina Tricot, glaube ich. Hat um die 15 Euro gekostet. Und es ist einfach dieser typische, flauschige Kuschelpulli. Die sind ja irgendwie diesen Winter total in gewesen. Und ich trage den Pulli wirklich so unendlich gerne, weil er einfach so flauschig ist und so warm hält. Und dann kommen wir direkt mal zu meinem nächsten Teil. Und zwar ist das ein Blazer. Ein ganz normaler Stoffblazer. Nichts richtig Schickes. Der ist ganz, ganz knallig pink. Und ich habe schon so lange nach einem pinken Blazer gesucht. Der hat mich direkt umgehauen. Den habe ich aus Rom mitgenommen. Und zwar hat der 30 Euro gekostet. Der sieht wirklich ganz, ganz süß aus angezogen. Und ich glaube, gerade jetzt für die Übergangszeit, wenn der Frühling kommt, ist es einfach auch eine coole Jacke, wenn man rausgeht. Ist nicht zu dick, nicht zu dünn und alles ist prima, dupi, dupi, supi. Wir kommen einfach jetzt direkt mal zu ein paar Schuhen, würde ich sagen, oder? Was haltet ihr davon? Ich ziehe jetzt einfach mal diese hier raus. Jetzt kommen nämlich gerade die ganzen neuen Kollektionen raus und ich liebe sie einfach alle so. Ich habe sogar schon mal ein Bild auf Instagram damit gepostet. Das ist der eine Paar Schuhe. Da dieser Schuh aus der Kinderkollektion, das war der sogar ein bisschen günstiger. Also ich glaube 100 Euro hat der gekostet. Und dann kommen wir auch direkt zu einem zweiten Paar Schuhe. Und das sind diese hier. Die passen jetzt tatsächlich eher in den Winter. Aber ich wollte sie euch trotzdem unbedingt zeigen, denn ich habe mir seit Jahren immer Ugg-Boots gewünscht. Und jetzt habe ich sie geschenkt bekommen und ich habe mich so sehr darüber gefreut. Wenn ich damit im Winter rausgegangen bin, echt, mein kompletter Körper konnte eiskalt sein, aber meine Füße, die waren heiß. Die sind in so einem blassen Army-Grün. Das gefällt mir auch total gut, vor allem, weil sie zu einer meiner neuen Jacken passen. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch einfach direkt mal die Jacke, von der ich gerade gesprochen habe. Und zwar ist das auch eine relativ dünne Jacke, aber die habe ich tatsächlich die letzte Zeit auch angehabt. Es wird ja langsam warm, ne? Ist relativ schlicht gehalten. Hier in der Taille, das sieht man hinten schön, hat die eben so einen Strick eingebunden, sage ich jetzt mal. Und dann kann man sie eben enger ziehen, sodass die Jacke eben so ein bisschen taillenbetont ist. Und sonst ist es eigentlich eine sehr schlichte Jacke, die mir aber trotzdem sehr gut gefällt. Und dann kommen wir direkt zu einem super süßen Oberteil. Das ist so ein langärmeliges T-Shirt, was mir saugut gefällt. Das habe ich bei Bershka gefunden. Und ihr seht das schon, das hat einen super breiten Ausschnitt. Also es hängt gerade noch so auf den Schultern, wenn man es anhat. Einfach ganz dünn schwarz-weiß gestreift. Und das, was ich so süß daran finde, ist der Rücken. Denn der Rücken ist auch sehr groß ausgeschnitten mit hinten so einer kleinen Schlaufe dran. Die Ärmel sind so drei Viertel lang und alles in allem finde ich, ist das ein super süßes Oberteil. Von daher auch eins meiner allerliebsten neu erworbenen Teile. Das hat, glaube ich, auch um die 15 Euro gekostet. Und dann kommen wir mal zu einem blumigen Stück. Das ist auch aus Rom. Also für alle, die auch mal nach Rom wollen. Der Laden heißt Terra Nova. Ich habe den hier in Deutschland noch nie gesehen. Vielleicht gibt es den aber bei euch um die Ecke irgendwo. Gerade so Oberteile, wo ein bisschen mehr Muster drauf ist, dann finde ich, braucht man eben nicht so viel Schmuck, dann kann man die Kette mal weglassen und ja, es ist einfach mal ein bisschen auffälliger. Dann habe ich mir noch ein Teil aus Madrid mitgenommen. Das war so ein geiles Geschäft. Und zwar heißt das Brandy Melville. Und ich habe mir da ein super schlichtes Oberteil geholt. Und zwar ist es einfach ein weißes Top, was ich ganz, ganz süß fand. Denn es gibt einmal diese Ärmel hier. Und dann hat man einmal aber auch diese Nackenschlaufe, die man sich eben so um den Kopf bindet. Und dann ist der Rücken wieder sehr weit ausgeschnitten, also es hängt sehr weit nach unten und die Seiten unter den Achseln sind auch relativ weit ausgeschnitten und alles in allem ist das eigentlich ein sehr schlichtes weißes Top, was aber irgendwie trotzdem schön auffällt, eben wegen diesem besonderen Schnitt und das hat mir auch super gut gefallen. Das hat tatsächlich auch 15 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, hier liegt so viel. Ich habe jetzt einen Rock für euch und ihr dürft jetzt mal entscheiden, ob das ein Fehlkauf war oder nicht. Ich finde den eigentlich echt cool. Es ist so ein Tüllrock, ja.
So sieht der aus. Und der ist halt jetzt knallig pink. Sehr auffällig. Der hat 12 Euro gekostet. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Rock in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch so einen Rock. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie man die cool kombinieren kann. Kommen wir zu einem neuen Pullover. Der ist von Tellyway und hat 20 Euro gekostet. Und zwar ist das dieses Exemplar. Ein grauer Pullover, der, tada, bauchfrei geschnitten ist. Das, ihr seht, die Ärmel sind länger als eben der Bauch. Ein paar Rosen, ein paar Blümchen in rosa und weiß und creme und grün. Und ja, den fand ich eben auch ganz cool. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt direkt nochmal zu einem paar Schuhe. Und zwar habe ich mir ganz sommerliche Turnschuhe gekauft. Und zwar sind die von Adidas und haben einfach komplett herum ein sehr buntes, süßes Muster. Es ist einfach mal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Die sind echt super bequem, ganz, 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 ganz leicht. Dann kommen wir zu einem Pulli, den habe ich aus Barcelona und den gibt es aber hier auch, weil er aus Bershka ist. Und das ist dieser hier, den fand ich super, super süß, weil er eben, also der ist weiß und hat aber in Pastelltönen so ein ganz leichtes Muster in Blau und Rosa und ich finde ihn total süß. Dann vorne noch ein bisschen Schrift drauf und ja, ist relativ dünn, also auch sehr gut für die kommende Jahreszeit, die jetzt kommt. Der hat auch um die 20 Euro gekostet. Und damit kommen wir zu einer Jacke, die ich wieder aus dem Geschäft aus Rom habe. Eigentlich muss ich sagen, stehe ich gar nicht so auf Leo-Muster. Als ich die angezogen habe, sah das echt cool aus. Also irgendwie mit einem schwarzen Top drunter oder so. Einfach diese Jacke und dann irgendwie eine coole Kette dazu. Dann habe ich mir noch dieses kleine Armbändchen hier geholt. Ein sehr schlichtes, goldenfarbenes Armbändchen. Auch von Bershka. Hat 3-4 Euro gekostet und ich dachte mir, das kannst du einfach irgendwie zu der Uhr hier kombinieren oder einfach auf die andere Seite anziehen. Und ich fand das ganz, ganz süß und hab's deswegen mal mitgenommen. Und dann habe ich mir, deswegen freue ich mich noch umso mehr auf den Sommer, eine Sonnenbrille neu gekauft. Ich hatte so eine Pilotenbrille und die ist echt so Schrott gewesen. Deswegen habe ich mir jetzt nach langem Hin und Her überlegen eine Ray-Ban Sonnenbrille gekauft und bin dann eben auf diese Sonnenbrille hier gestoßen und die fand ich eigentlich sehr, sehr geil, weil man die nicht so oft auf der Straße sieht und ich habe mich für das schwarz-goldene Modell entschieden. Die ist wirklich so stabil. Die Sonnenbrille hat 160 Euro gekostet, also doch eine etwas größere Investition, aber von so einer guten Brille hat man dann noch echt ein paar Jahre was. Übrigens habe ich alle Teile von denen, die ich euch jetzt zeige, die ich irgendwo gefunden habe, nochmal in die Infobox geschrieben und teilweise verlinkt. Da könnt ihr einfach nochmal reinschauen, wenn euch irgendein Teil besonders gut gefallen hat und ihr euch die Sachen einfach nochmal in Ruhe anschauen wollt. Und sonst machen wir mal weiter. Und zwar habe ich nämlich noch ein paar Schuhe. Und zwar sind es wieder Air Max. Oh mein Gott, Bianca, die Farben sind so geil. Ich finde sie wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, welche meiner ganzen Schuhe ihr am allercoolsten findet. Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Das war schon eine ganze Menge. Ich habe noch zwei Teile für euch und dann sind wir auch schon bei der Verlosung. Also haltet noch durch. Ich habe mir nämlich unter anderem noch in Barcelona eine Jeansjacke gekauft. Die ist auch von Bershka und die war auf 7 Euro reduziert. Die ist super locker geschnitten, etwas bauchfrei und die Ärmel habe ich mir hier so ein bisschen hochgekrempelt, weil das macht einfach noch mehr diesen lockeren Style. Gerade jetzt für den Frühling. Hier oben an den Schultern ist der Stoff so ab. Und jetzt habe ich noch ein Teil. Das war ein Geschenk vom Julian, über das ich mich so sehr gefreut habe, denn ich habe echt schon sehr, sehr lange schwarze Pumps gesucht, die mir richtig gut passen. Und dann hat der Julian mir ein super, super süßes Geschenk gemacht. Und zwar sind das diese Pumps. Die sind von Michael Kors. Ja, ich habe mich so sehr darüber gefreut. Ich habe die echt gesehen, habe mich so sehr in diese Schuhe verliebt. So, meine Lieben, das war's mit meinem Haul. Und jetzt kommen wir selbstverständlich noch zu meiner versprochenen Verlosung. Und ich hoffe, dass ihr sie so genauso cool findet wie ich. Denn ich habe was Schönes für euch bei Michael Kors besorgt. Und ja, jetzt muss ich erstmal tausende Tüten und Paketen öffnen. Aber dann entpuppt sich... Moment. Tada! Eine Michael Kors Uhr und das ist nämlich genau die gleiche, die ich auch habe, nur die hier ist in Rose Gold. Die fand ich dann tatsächlich plötzlich doch noch schöner und habe sie euch besorgt. Und ich hoffe, dass
ihr euch super darüber freut und dass ich die richtige Entscheidung vor allem getroffen habe. Es gibt eigentlich keine Bedingung für diese Verlosung, sondern diese Verlosung sollte natürlich einfach für meine Abonnenten als Dankeschön sein. Das heißt, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann werdet das doch einfach mit einem Klick, kostet nichts und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand und werdet informiert. Außerdem schreibt einfach ein ganz kurzes Kommentar, damit ich euch natürlich finden und kontaktieren kann. Und die Verlosung geht eine Woche und in einer Woche findet ihr den Gewinner hier in dieser Infobox. Also schaut dann auch wieder rein. Und das war's eigentlich mit meinem Video. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr euch darüber freut. Und dann verlinke ich euch natürlich am Ende nochmal meine zwei alten Videos hier rechts und links. Und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht hier wiedersehen oder sonst auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich habe euch ganz dolle lieb und bis dann. Tschüss!